Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ich bin ja Experte für Richtbohrtechnik und werde immer gefragt, wie kriegt ihr das denn hin, Kurven zu bohren? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man einen Richtbohrmotor benutzt. Ein Richtbohrmotor ist ein Bohrmotor, der den Meißel in Rotation versetzt, der einen Knick hat. Hier sieht man das hoffentlich, dass dieser Motor einen Knick hat. Und jetzt können wir diesen Motor im Rotary-Modus betreiben, also mit Strangrotation. Dann geht dieser Knick immer im Kreis rum und wir bohren geradeaus. Oder wir bohren ohne Strangrotation, dass sich also nur der Meißel dreht. Und dann zeigt der Knick auf dem Richtbohrmotor immer in dieselbe Richtung und dann bohren wir eine Kurve. Und wir können also durch Aneinanderfügen von Rotary und gerichteten Sektionen können wir einen beliebigen Bohrpfad zusammensetzen und wir können im Prinzip überall hinbohren. Wenn wir eine Kurve bohren wollen, müssen wir einfach die Strangrotation stoppen und diesen Knick ausrichten. Wir können also nach oben bohren oder nach unten oder nach links oder rechts. Wir müssen nur den Knick auf dem Bohrmotor eben entsprechend immer in die richtige Richtung drehen. Und da haben wir ein kleines Problem, denn woher sollen wir denn wissen, wo dieser Bohrmotor unten in der Erde gerade hin zeigt, wenn wir die Strangrotation stoppen? Woher wissen wir, wohin der Knick gerade zeigt? Ja, und für dieses Problem gibt es natürlich eine Lösung und die Lösung heißt MWD. Ein MWD ist die Abkürzung von Measuring While Drilling, also ein Messgerät, was wir beim Bohren benutzen. Und zwar stecken wir dieses Messgerät auf unseren Bohrmotor drauf und dieses Messgerät zeigt uns, wohin der Knick weist. Ich habe dazu mal hier ein kleines Modell mitgebracht von einem alten MWD-System, was aufgeschnitten ist. Und in diesem MWD-System befindet sich ein Kompass. Mit dem Kompass können wir also immer messen, in welche Richtung wir gerade bohren. Und wir haben auch ein Lot. Dieses Lot zeigt uns, mit welcher Neigung wir gerade bohren. Ob wir senkrecht bohren oder 45 Grad Neigung oder 90 Grad Neigung haben. Mit diesem MWD können wir also erstmal messen, wo wir gerade sind, weil wir die ganze Zeit über entlang der Bohrung immer die Himmelsrichtung und die Neigung der Bohrung messen können. Und jetzt zum Knick, zur Ausrichtung des Knicks. Um diese festzustellen, haben wir hier in diesem MWD eine Hülse, die sich immer nach unten ausrichtet durch die Schwerkraft. Das sieht man hier schlecht, deswegen habe ich hier nochmal ein anderes Modell mitgebracht. Also in diesem Messgerät ist immer ein Teil drin, was so aufgehängt ist, dass es immer nach unten zeigt durch die Schwerkraft. Und wir können jetzt messen, wie wir das äußere Gehäuse gegenüber dieser feststehenden Hülse verdrehen. Und weil das MWD-Gerät auf dem Richtbohrmotor aufgeschraubt ist, können wir also darüber auch immer feststellen, in welche Richtung unser Motor gerade zeigt. Nach oben, nach rechts, nach unten, nach links und so weiter. Ja, und auf diese Art und Weise können wir also den Knick auf dem Bohrmotor zum Kurvenbohren ausrichten und dann tatsächlich in die gewünschte Richtung die Kurve bohren. Heutzutage funktionieren diese Messgeräte natürlich nicht mehr mechanisch, wie dieses Ding, was ich hier eben gezeigt habe, sondern elektronisch. Und wenn man so ein MWD-Gerät aufschraubt, dann sieht man da nur jede Menge Platinen drin und elektronische Bauteile. Und weil so viel Elektronik in dem MWD verbaut ist, brauchen wir auch ein untertägiges Kraftwerk, was den Strom erzeugt. Und dieser Strom wird mit einer Turbine hergestellt, die von der Spülung angespült wird. Und wenn wir Spülung durch das System pumpen, fängt die Turbine an zu drehen und erzeugt uns den Strom für das Messgerät. Und außerdem ist in so einem MWD-System noch ein Datenübertrager drin, der uns die Information an die Tagesoberfläche überträgt. Und dort warten schon die Richtbohrer mit ihren Computern, die diese Werte, die aus der Erde kommen, auswerten und auf Bildschirmen anzeigen. Und mit diesen Informationen können die Richtbohrer dann die Bohrung gezielt ins Zielgebiet steuern. Wer das noch genauer wissen will, wie das funktioniert, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!